Moinsen und willkommen zu einem Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, 30. Spieltag. Ja, es ist mein 100. Bundesliga-Tipp. Also, ja, mein 100. Bundesliga-Tipp. Es gibt nichts Besonderes. Es gab besondere Frisuren und ich habe das an, was ich im allerersten Bundesliga-Tipp anhatte. Oder was ich eher gesagt am meisten anhatte. Einfach zum Jubiläum. Nichts Großes, nichts Tolles. Los geht's mit meinen Tipps. Für das Auftaktspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg tendiere ich auf ein Unentschieden, auf ein 1:1. Der ein oder andere mag jetzt sagen, hast du dir die Spiele einfach nicht angeguckt? 1:1, hallo? Augsburg hat doch locker leicht, hätten sie hier 6:0 Frankfurt vom Platz fegen können. Und Gladbach, boah, die haben so scheiße gespielt gegen Stuttgart. Als Gladbach-Fan, Augen zu und weg. Ja, klar, aber andersrum, bei dieser Begegnung gab es oftmals Sachen, wo man sagen kann, ja, ganz hauchdünn. Und wenn man sich auch die Bilanzen zu Hause und auswärts angucken möchte, auswärts ist der FCA relativ schwach momentan. Also irgendwie leistungstechnisch hätten sie viel mehr machen können. Haben sie aber nicht, vielleicht auch ein bisschen Pech zu Schulde. Gladbach zu Hause, ja, ganz in Ordnung, aber halt nur ganz in Ordnung momentan und bislang ohne jeglichen Rückrundenverlust irgendwie. Also bislang zu Hause, rückrundentechnisch. Außer ich habe da jetzt irgendwas vergessen, weiß ich gar nicht. Zumindest, ich glaube, außer im internationalen, die haben sie auswärts noch gar nicht verloren, also zu Hause gar nicht verloren in dieser Saison. So 2013, kann auch falsch sein. Das nächste Spiel ist das erste Samstagsspiel. Es ist zwischen Hannover 96 und dem FC Bayern München. Und der ein oder andere Fan wird sich jetzt sagen, ach komm, Bayern wird gewinnen das Ding. Nee, ich denke Hannover wird das Ding gewinnen mit 1:0. Was? Bayern hat jedes Team weggefetzt, außer Leverkusen, in der letzten in dieser Saison. Und Unentschieden haben sie dann ein paar Mal gespielt. Ja, unglückliches Unentschieden. Warum um Himmels Willen sollen sie jetzt gegen Hannover verlieren? Ich denke mal, dass die Bayern zu leichtsinnig in Hannover spielen. Gegen Nürnberg hat das funktioniert. Früh Tore geschossen, Sicherheit reingebracht, Nürnberg völlig aus dem Trip gebracht. Sonst wäre das Ding vielleicht auch anders gelaufen. Hannover heimstark und dazu die Bayern seit Jahren in Hannover nicht mehr erfolgreich. In München putzen sie die weg, klar und deutlich, in Hannover irgendwie nicht. Und ich denke mal, dass das auch weiterhin so laufen wird, erst recht, weil die Bayern wahrscheinlich mit einer B-Elf auftreten werden. Sie spielen im Pokal, dann spielen sie in Hannover, dann spielen sie in der Champions League. Auf wo sollte man das meiste Augenmerk nehmen? Pokal, Gegner, ja, mittelmäßig, könnte man mit einer halben A-Elf spielen. Liga, Meister, ja, Rekord ist so gut wie da. Oh, und Barcelona. Der FC Barcelona. Das Spiel müssen wir gewinnen. Wir spielen mit B11 gegen die Hannoveraner, das ist uns Wurst. Wenn wir gewinnen oder verlieren, das ist uns egal. Für Hannover geht es hingegen noch um was. Und ich denke mal, dass Hannover das Ding gewinnen wird zu Hause. 1:0. Das nächste Spiel ist zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04. Bei dieser Begegnung hat es ja eigentlich, wenn diese Begegnung vor rund 2 Monaten gewesen wäre, hätte man sagen können, das Duell um Platz 4. Frankfurt da mittlerweile irgendwie so ein bisschen aus dem Trip rausgekommen. Es, ja, in der Rückrunde funktioniert fast gar nichts mehr. Also man punktet nicht, man sammelt nichts, gar nichts. Und ich denke mal, gegen Schalke wird es dasselbe sein, 0:2. Wie schon eben erwähnt mit dem FCA, es ist einfach so, dass irgendwie da jetzt gar nichts mehr ist. Die hätten auch gut und gerne 0:5, 0:6 verlieren können. Bei Schalke war das so, die haben zurückgelegen gegen Leverkusen, kamen zurück, urplötzlich und auf einmal einen Punkt geholt im großen Duell gegen Leverkusen halt, um Platz 3. Was man auch nicht erwartet hätte unbedingt. Frankfurt dagegen müsste jetzt mittlerweile hoffen, dass sie irgendwie in die Europa League kommen. Denn mit so einer Rückrunde wird es schwierig. Das nächste Spiel ist zwischen Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim. Hoffenheim mittlerweile mit neuem Trainer irgendwie deutlich besser.
Abstiegskampf, AD, Fragezeichen. Man kommt zumindest ran. Man holt Punkte. Alles gut. Jetzt holt man sich die erste Niederlage in Leverkusen ab mit einem klaren 4:1. Ja, man ist einfach dafür noch zu schwach für die Top-Gegner. Und für Leverkusen geht es ja um Platz 3. Platz 3 ist mehr wert als Platz 4. Hoffenheim, Abstiegskampf, Abstiegskill, wer weiß. Das nächste Spiel ist zwischen Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05. Klopp, alter Verein. Ja, man kennt sich noch und ich glaube, wenn er bei Dortmund irgendwann entlassen werden sollte oder freiwillig geht, wird er eher am ehesten wieder zu Mainz wechseln. Ja, die Frage lautet da, wie hoch könnte man jetzt gewinnen, sollte man nicht gewinnen, denn Champions League steht ja noch an, Real Madrid im Kopf, in den Bayern den Pokal, Fragezeichen, nee, die Dortmunder sind im Pokal ausgeschieden und den Mainzern ist das auch irgendwie nicht so ganz gelungen, deswegen denke ich mal, wird dieses Spiel ein knappes 2:1 haben. Dortmund erfüllt den Soll, man holt sich fast schon die Vizemeisterschaft, aber eben nur fast. Denn 8 Punkte Vorsprung sind nicht unbedingt die Punkte, die man noch braucht, denn 12 Punkte sind ja dann logischerweise noch zu erreichen. Das nächste Spiel ist zwischen den Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf. Ja, Düsseldorf auswärts, nichts. Überhaupt nichts. Irgendwie klappt es auswärts gar nicht in der Rückrunde. Ein Unentschieden hat man geholt jetzt und ich glaube 5 Niederlagen. Weiß ich gar nicht. Schlechte Recherche, ich weiß. Aber man muss manches merken, manches nicht. Der Hamburger SV hatte mit den Kapitänswechseln von Van der Vaart ja anscheinend was richtig gemacht. Denn gegen Mainz hat der Heuning-Son getroffen und Van der Vaart hat die Mannschaft dirigiert. Wird er das jetzt gegen Fortuna Düsseldorf auch machen? Ich denke, er wird es machen mit einem 2:1-Sieg. Das nächste Spiel ist das Topspiel des Spieltages. Es ist nämlich zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg. Bei dieser Begegnung könnte man eigentlich sagen, ja, wenn man die letzten 6 Spiele geguckt hat, die meisten unentschieden irgendwie. Wolfsburg, wo er könnte sich jetzt den 5. Punkteteiler holen in Folge. Sie haben 1:1 gespielt, 2:2, 1:1, 2:2. Bei Bremen ist das so, wenn das Spiel gegen Schalke nicht gewesen wäre, hätte man jetzt das 7. Unentschieden in Folge holen können. Es ist irgendwie schon ein Symbol dafür, dass dieses Spiel unentschieden ausgehen wird, nämlich 1:1. Wenn nicht, dann hat das irgendjemand die Serie mal gebrochen. Das nächste Spiel ist das erste Sonntagsspiel. Es ist zwischen VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Stuttgart hatte die Chancen genutzt, gegen Gladbach zu gewinnen mit 2:0. Wie gesagt, die Chancen genutzt, Gladbach ohne Ideen, irgendwie mit kleinen Patzern, mit irgendwie, ja, auch Pech. Wenn der Nordwald nicht verletzt gewesen wäre, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber so Abwehr, nicht so gut, irgendwie anders geplant, sagen wir es so. Und die Freiburger, ja, die holen sich Punkte und Punkte und Punkte und Punkte und Punkte gegen Hannover 96. Ja, das hatte ich ja bei den Hannoveranern jetzt gerade nicht erwähnt. Aber das Eigentor von Hannover, das war symbolisch für die Leistung auswärts. Ich jedes Mal bemängel irgendwie, dass die auswärts gar nichts auf die Reihe kriegen. Also das war ja mehr als das Eigentor des Jahres. Sonst eigentlich genauso gespielt wie Freiburg. Und selbst ich momentan spiele Europacup verdächtig und ich sage mal, gegen Stuttgart wird es mindestens 3 Punkte geben mit einem 1:2 Sieg. Kommen wir nun zum letzten Spiel, zum Franken-Derby, nämlich zwischen dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth. Ja, Fürth eigentlich abgeschlossen mit der ersten Liga, gab ja schon mittlerweile Plakate. Wir fahren nächstes Jahr woanders hin. Ja, wenn man über den eigenen Abstieg lachen kann, das ist schon mal toll. Wenn man dieses Spiel verliert, ist es schlecht. In der Hinrunde ist dieses Spiel mit Erwartungen, mit richtig großen Erwartungen entgangen worden und
irgendwie war gar nichts. Es war ein trostloses 0:0. Es waren auch nicht mal irgendwelche Brutalität, die man eigentlich bei so einem Derby erwartet. Bei den Fans vielleicht schon. Da, also bei den Fans hat man das klar und deutlich gemerkt, dass hier ne, alles dran ist, aber auf dem Platz gar nichts. 0:0, langweilig, ohne Ende. Jetzt wird es anders ausgehen. Nürnberg gewinnt 2:0. Und schickt damit Fürth in die zweite Liga. Das waren meine Tipps für diesen Spieltag. Und ja, sendet mir eure Tipps, sendet mir eure Vorschläge bezüglich der Bundesliga-Tipps, denn es war ja ein Jubiläum. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nächstes Mal wieder zum nächsten Spieltag. Wenn ihr mögt, bis dann und tschüss.